Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück bei unserem Technik Let's Play. So, ja, ihr seht es, unsere Anlage arbeitet hier schön brav vor sich hin. Das klappt ja alles wunderbar. Das gefällt mir. So, ich habe hier einen neuen Anschluss gelegt. Also Stromanschluss, weil ich habe in der letzten Folge gesagt, dass hier zwei Recycler kommen. Eigentlich drei, aber ich habe mich entschlossen, zwei zu nehmen. Ja, einen haben wir ja schon, den packen wir gleich mal hier hin. Zack, darauf. So. Einen zweiten craften wir schnell, dazu habe ich ihn hier schon mal einen Kompressor reingelegt. Recycler, wie ging der nochmal? Recycler, den Kompressor haben wir dreimal refined und also dreimal Erde. Refined und ein Leuchtstein. So, jetzt haben wir gleich den zweiten Recycler. Hier dran. Genau, jetzt haben wir hier zwei Recycler. Die schließen wir dann an unser System an, damit immer automatisch mit Cobblestone befüllt wird. Hier vorne zwei Wooden Pipe, dann ziehen wir das mit der altbewährten Methode raus in eine Kiste. So, ja, was habe ich noch vorgemacht? Ach, den Oberglocker können wir gleich mal reinhauen hier. Dass der auch weg ist. Ja, ich habe noch etwas gemacht. Und zwar, hier habe ich mal Elevator reingetan. Hier nehmen wir mal 8 Stück raus. Wir brauchen aber nur 6. Die tun wir hier rein wieder. Ja, was habe ich damit groß vor? Ne, wir werden das Jetpack brauchen. Ja, wir haben ja unseren Freund hier nicht mehr. Wie ihr seht, der ist weg. Ich habe den ein wenig, ja, umgesiedelt. Der hat ein neues Zuhause gefunden. Und zwar habe ich mal angesprochen, dass ich hier einen Ausgang bauen will. Also sozusagen eine Garage. Das habe ich jetzt mal grob gemacht. Hier ist da unser Freund. Ich habe ihn eingeparkt. Und hier habe ich einen Tunnel gebaut, der direkt hier reinführt. Das heißt, wir können immer schön hier reinfahren, wenn wir hier was ausbuddeln wollen. Oder auch hier raus. So raus, wenn wir wollen. Hier steht da, hier kommt wahrscheinlich noch ein zweiter hin. So, hier habe ich ausgebuddelt. Ihr seht hier oben, ist auch ein Tunnel. Das heißt, wir bauen uns hier einen Schwerlastaufzug. Ja, ihr werdet das nicht glauben. Wir fahren nach oben. Und sind hier. Ja, und ihr werdet noch weniger glauben. Wir können mit diesem Aufzug sogar unseren Freund hier befördern. Das klappt wunderbar. Ich bin durch Zufall drauf gekommen. Ich wollte eigentlich das alles mit Red Power Frames machen. Und durch einen blöden Zufall bin ich eigentlich drauf gekommen, dass das sogar mit dem Elevator Mode funktioniert. Ihr seht es, wir fahren nach oben. Zack. Und wir fahren nach vor. Zack, 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 zack. Und wir sind hier oben angekommen. Ja. Und so kann man den eigentlich überall hin bewegen, ohne dass man jedes Mal abbauen und neu anbauen muss. So, wir fahren ja nach hinten. So, so. Eben den Aufzug habe ich 6x6 gemacht, damit ich mir auch draufstellen kann und mitfahren kann. Ja, wir fahren wieder nach unten. Ich werde natürlich hier dann noch einen Stock nach unten bauen, dass wir sozusagen eine Mine mit diesem bauen. Bauen uns dann eine schöne Mine. Ja, wir können auch hier rausfahren, wenn wir wollen. Machen wir aber jetzt nicht. Wir parken den wieder ein. Ach, das war die falsche Taste. So. So. Wie gesagt, hier werden wir dann später einen zweiten bauen. Dann haben wir schön zwei Leute, die uns helfen. So, wir werden jetzt mal hier zumachen, damit hier keine Monster reinkommen. Ja, was werden wir hier machen? Ich habe mir gedacht, hier machen wir eine Frame Door. Oder wir machen ein Piston Door. Und links, rechts. Ne, wir machen Piston. Mit diesen Sticky Piston. Aber zuerst schließen wir hier mal das an. Das war dann, ja, hier habe ich die Pipes rausgenommen und habe sie mal hier reingetan, damit wir einen Überblick haben. Das ist der Supplier Pipe. Dann brauchen wir eine Basic Pipe.
etwas Lapis, damit wir eine zweite Supply dabei haben. So. Und wir brauchen dann zweimal Basic Pipe. Das war etwas blöd da hinten, was ich gemacht habe. Ich hätte das eins weiter wegbauen sollen, aber das ist ja egal. Hier die hin. Supply Pipe kommen hier drauf, genau. Und jetzt können wir dann sagen, hier schaust du, dass du immer 15 Stück drin hast. Und hier auch immer 15 Stück. So. Jetzt haben wir hier immer 15 Stück drin. Der arbeitet hier das schön durch. Das haben wir auch gleich mal hier rein. Genau, hier wird auch befüllt. Ja, der geht jetzt schneller, weil hier der Overclocker drin ist. Ja, Scrap kommt hier anscheinend keins raus. Doch, eins. Ja, wir werden das später dann auch anders machen. Wir werden diesen Slowgreeder, oder wie er heißt, warte mal. Slowgreeder, genau. Den benutzen, da brauchen wir auch den Recycler, einen Maserator. Der ist viel schneller als, ja, der Recycler hier. Das Scrap werden wir nicht für unsere U-Meter-Produktion benutzen. Nein, den brauchen wir später für die Stromerzeugung. Ja, ich habe da so einen Plan, was wir mit dem Scrap machen. Damit kann man nämlich Strom erzeugen mit Scrap. Und das werden wir in naher Zukunft machen. Haben wir noch Pistons? Ja, wir brauchen 4 Stück für die Tiere. Draußen auch nochmal 4 Stück, also brauchen wir 8 Stück. Wir brauchen natürlich auch 8 Stück, weil wir brauchen ja dicke Pistons. So. Das geht ja ziemlich ratzfatz hier. Die Tür, wie machen wir die? Ich möchte da keinen normalen... Ach, ich weiß, was wir hier nehmen. Wir nehmen hier Stone Bricks. Da brauchen wir 8 Stück, genau. So, dann brauchen wir Red Alloy Kabel. Wir haben keins mehr, dann machen wir hier mal schnell welches. Zack, 48. Zwei Schalter. Ach Mensch. So, so. Zack. Ja, dann gehen wir schnell in das Bett. Genau aus dem Grund habe ich ja hinten auch zugemacht, damit uns dann kein Monster reinkommt, wenn Nacht ist. So, und hier bauen wir dann eine schöne Tür. Natürlich eins reingesetzt. Ja, ich hasse diesen scheiß Gravel hier. So, so. Und hier natürlich auch noch. Zack, zack. Das muss eh größer werden. Hier nehmen wir das auch noch raus, den Gravel hier. Stein habe ich wieder keinen mit. Wir brauchen noch Stein. Dann haben wir hier. Nehmen wir gleich 64 mit. Ja, ich habe auch wieder einen weiteren Mod installiert, aber der ist nicht so wichtig. Dazu kommen wir dann später mal. Wenn ich ihn benutze, werde ich euch auch einen Download-Link geben und die Config-Datei, damit ihr den auch installieren könnt. Damit er bei euch auch funktioniert. Ja, das passt jetzt auch nicht so, wie ich gedacht habe. Hier müssen wir noch eins zurück. Ja, diesen Zauberstab brauche ich nicht. Hier auch noch eins zurück, so. Jetzt kommen hier das dicke Pisten rein. Zwei Ziegel. Ja, und jetzt müssen wir doch noch eins. Ach nee, das machen wir einfach hier so. Zack, zack, zack. Weil wir müssen ja das Ganze noch verkabeln hier. Da fahren wir oben drüber. So, so, so. Und hier dasselbe nochmal. Zack, zack. So. Machen wir wieder zu. Hier auch.
hier auch gleich wieder zu machen, dann machen wir einfach so, 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 so. So, jetzt sind die miteinander verknuddelt hier, jetzt ist nur die Frage, wie steuern wir das Ganze? Ja, einfach hier eine Schalter drauf, würde ja klappen. Einfach so und hier eine Schalter drauf, zack, zu, auf. Ja, vorerst wird's das mal machen. Aber es schaut irgendwie cool aus, ne? So, zack, zack. Können wir hier mal aufbrechen. Das war jetzt nicht geplant hier, so. Ja, hier müssen wir dann auch, schau, dass wir oben auch eine Tür machen. Das machen wir später. Jetzt bauen wir hier noch eine Tür rein. 3, 1 höher. So, dumm, 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 dumm. Genau. Dann lassen wir aber jetzt den Dings, weil sonst schauen wir oben drauf. 4 Stück. 2, 1, 2. Ja, dann wieder hier so das Kabel legen. Hier werden wir dann da oben reinschauen. So. Zack. Hier. Hier wieder dicht machen. Zack. Zack. Dann sieht das kein Mensch. Und hier dasselbe nochmal. So. Ach Mensch. So, so, so. So. Genau. Und hier kommt auch wieder ein Schalter drauf. Vorübergehend erstmal. Und hier machen wir das so. Nee, so. Hier auch eine Schalter drauf. Dass wir auch von herinnen ein- und ausschalten können. Wobei das jetzt natürlich blöd ist, weil wir machen das nur von herinnen mal. Da muss ich mir dann später mal genauer Gedanken machen, wie ich das genau machen werde. Hier stellen wir noch die Fackel hier, ganz knapp hier und hier eine. Können wir hier eben aufmachen, rausfahren. So, da muss ich jetzt eben eine Schaltung dann überlegen, die wir irgendwie machen, dass, ja, irgendwie müssen wir das machen, dass wenn wir hier drüber fahren, dass der automatisch aufgeht, eine Weile offen bleibt. Ich habe da schon einen Plan. Zack. Dann bleibt die für, weiß nicht, 10 Sekunden offen, dann kann man durchfahren, da draußen. Dann nehmen wir diesen Wireless-Transmitter. Genau, ich habe schon eine Idee. Sollte ich mal tüfteln und schauen, wie das ist. So, hier machen wir auf alle Fälle mal dicht, dass wir kein Monster reinkommt. Ich finde das schon ziemlich cool aus. Ja, hier wird schön gearbeitet. Dann besorgen wir uns gleich mal Pipes. Ich habe gesagt, das machen wir mit der altbewährten Methode. Also kommen wir so 2 Wooden Pipes drauf. Wir brauchen dann noch, hier werden wir Small Electric Machines nehmen. Oder nee, wir nehmen Redstone Engine. Fertig. Redstone. Also, ein Piston, Bodenzahnräder. Ein Piston links, rechts, Bodenzahnräder. Wir brauchen aber 2, das heißt, wir brauchen noch Pistons. Das war so, glaube ich. So. Stein und Redstone. Genau, zack. Also so. 1, 2, 3, 4 mal brauchen wir das. Dann war hier oben. Weiß ich nicht mehr. Ach so. Holz. Haben wir keins hier?
Machen wir hier mal Holz draus. Dass wir wieder genügend haben. 1, 2, 3. Das wieder hier rein. Das braucht momentan keiner. Und da war Glas. Zack. 2 Stück. Dann brauchen wir noch Pipes. Einmal diese hier. Dann nehmen wir diese noch mit. Wrench haben wir. Und eine Kiste natürlich. Haben wir noch eine. So. Wir bauen die Kiste erstmal hier hin. Hier das und hier das. Ach, das passt eh schon so. Hier das und hier das. Und der passt nicht, der gehört so. Genau. Und jetzt müssen wir die ansteuern. Am besten machen wir das einfach so und so. Genau, jetzt kann das System hier schön laufen. Irgendwie hat er hier kein Custom mehr. Ja, und ich weiß auch warum. Weil wir aus dem Lager rausziehen. Und nicht hier aus der Kiste. Das heißt, wir müssten die Kiste noch mit unserem Lager verbinden. Kommen wir hier irgendwo in unser Lager? Ja, hier kommen wir rein. Das heißt, wir müssen hier so, so. Also hier könnten wir es verbinden, ja. Wir machen das jetzt einfach mal so, ja. Professorisch. Bauen wir hier mal eine Leitung. Zack und zack. So, jetzt wird hier gleich die ganze Cobblestone rumflitzen. Normal müsste er jetzt... Nee, okay, passt. Hier wird nichts gelagert. Ah, okay, hier kommt zugemacht. So. Genau, jetzt holt er das Ganze aus dieser Kiste raus. Jetzt kann der hier schön weiterarbeiten. So. Und wir bekommen hier ziemlich viel Scrap. Das ist spitze. So, was machen wir mit dem Scrap? Wir bauen uns eine weitere Maschine. Die nennt sich... Wie nennt sich die? Irgendwas mit Generator. Lalalala. Ich glaube, genau, den Slag-Generator brauchen wir. Recycler und einen Generator. Recycler haben wir gerade gebaut, Mensch. Das heißt ein Kompressor. Da war so, Maschinenblock und Kupferkabel. Haben wir keins mehr. Das heißt, wir brauchen Kupferkabel erstmal. Gummi haben wir noch, ja. So, und dann machen wir mal ein bisschen Ding, so. Dann machen wir uns gleich mal ein paar Schaltkreise. So, so. Und Refinerd Eis müssen wir holen. Da brauchen wir eh mehr, weil wir ja noch einen Maschinenblock brauchen. So, 10 Stück, das reicht vorerst mal. Einen Maschinenblock noch. Wobei, da werden wir gleich 2 brauchen. So. Einen Maschinenblock. Das hier. Ein Recycler. Kompressor. Den machen wir zum Recycler. Und zwar folgend. So, so, so war das. Ein Leuchtstaub. Der war da oben. Und hier war... Was war hier? Recycler. Ach so, Refinerd Eisen. Haben wir da noch. So, jetzt haben wir unseren Recycler. Dann brauchen wir noch einen Generator. Wenn wir nicht noch einen übrig haben.
Nee. Ja, aber folgt so. Eine Batterie müssten wir noch haben. So, und einen Ofen. So, das mache ich jetzt noch schnell fertig hier. So, Generator. Ein Advanced Maschinenblock. Das heißt, wir brauchen doch noch Refined Eisen. So. Ja. So. Raus hier den ganzen Dreck da. Kommt hier hin. So. Carbonplatten. Advanced Alloy. Das geht sich dann genau aus. So, der hier hin. Advanced Alloy. Generator, Recycler, Slag-Generator, Spitze. So, diesen stellen wir dann hier irgendwo hin. Da kommen dann auch zwei Stück. Ich weiß nur nicht, die wollen die auch so nach heraußen bauen. Also ich baue mal einen einfach hier hin. So, und wenn wir hier dann zum Beispiel mal nur Holz reinschmeißen, ist das so, dass der hier Holz rein, das Holz verarbeitet klarerweise zu Dings und gleichzeitig Scrap produziert. So, jetzt sehen wir das Holz raus. Ihr seht, er produziert auch viel Scrap. Aus einem Holz hat er zwei Scrap. So, und man kann auch das Scrap reintun. Und dadurch entsteht auch Energie. Also, das heißt, man kann hier alles reintun, auch Kohle. Nur aus Scrap hat er ziemlich viel Strom, kann er da produzieren. So ein Slag-Generator bringt, ich glaube, 12 EU. Und das finde ich ziemlich krass. Wir werden uns da 2-3 Stück aufstellen oder vielleicht so wie hier. 4 Stück, das, ja, 12 EU, das wären dann 48 EU. Oh, das ist jede Menge. Das werden wir hier so machen. Wir haben ja draußen so eine Holzfarm. Wir werden auch mit Forest noch eine Holzfarm bauen. Und dem wahrscheinlich, wenn wir 4 haben, werde ich sagen, 2 mit Holz und 2 mit Scrap. So, das hier geht ja voran wie weiß ich was. Hier rein. Und schon kann man hier zum Beispiel Sachen laden. Zack. Ja klar, der braucht ein wenig, bis er nachproduziert, aber das ist ja egal. Wie man das später sowieso mit einer Badbox oder halt zumindest MFE oder so. Mal schauen, was wir da nehmen. Aber ich finde das ziemlich cool. Man kann aus, ja, Resten noch Strom produzieren. Gut. Also das war's mit dieser Folge. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.